Okay, mein Name ist Thomas Lange. Eigentlich sollte der Vortrag heute zusammen mit Stefan Herrmann stattfinden. Der musste aber leider kurzfristig absagen, was ich sehr schade finde, weil der Stefan hätte aus der Praxis was geplaudert, wie in einem großen Unternehmen mit über 1000 Servern frei genutzt wird. Leider kann er heute nicht kommen, deshalb muss ich mehr erzählen und gehe dann etwas in die Details, aber leider nicht aus der Praxis, was der Stefan hätte machen können. So, die Agenda. Warum soll man automatisch installieren? Wir werden einen kleinen Crashtest machen. Ich sehe genügend Notebooks. Einer wird mir sicherlich freiwillig ein Notebook geben. Ja, meldet sich noch keiner? Dann werde ich erklären, wie Five funktioniert. Werde auch ein bisschen in die Details reingehen. Ein paar Erfahrungen, die ich oder auch Firmen mit Five gemacht haben, erzählen. Und zum Schluss gibt es dann einen Selbsttest, beziehungsweise wir können es auch mal selbst hier machen. Wie gesagt, Leute, freiwillig Notebooks nach vorne, die installieren wir alle auf einmal. Wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Thomas Lange, ich habe Informatik studiert, arbeite seit 15 Jahren als Sysadmin, habe damals begonnen in einem sehr homogenen Solaris Spark-Umfeld, habe da das Solaris Jumpstart kennengelernt, was ich ganz schön fand, aber leider nicht perfekt, deshalb habe ich da ein bisschen Erweiterungen zugeschrieben. Und als dann 1999 Nachbarlehrstuhl das erste kleine Cluster gekauft hat, hieß es, Thomas, kümmere dich mal drum, wie wollen wir das denn installieren? Ja, und da habe ich gesagt, okay, Jumpstart schon gut, machen wir mal was Besseres und das Ganze dann für Debian. Was ist ein Linux-Rollout? Einmal geht es darum, Pinguine, Linux-Maschinen, kontrolliert aussetzen. Das ist sehr wichtig. Also nicht so diese Turnschuh-Administration, ich habe eine Floppy, ich habe eine CD oder eine DVD und ich gehe von Rechner zu Rechner, sondern das soll etwas geordnet sein, nicht so wie auf dem Bild. Das sieht eher etwas ungeordnet aus. Also geplant, sehr wichtig. Wir wollen einmal das Betriebssystem installieren, aber auch alle Applikationen. Also nicht nur eine Grundinstallation machen, sondern wirklich der Rechner soll nachher fertig sein. Inklusive der ganzen Software, inklusive jeder speziellen Konfiguration. Wir wollen natürlich nicht nur ein homogenes, weiß ich, Compute-Cluster unterstützen, sondern auch Webserver, File-Server, Desktops und so weiter. Und das Ganze soll von zentraler Stelle gehen, weil nur wenn wir es zentral kontrollieren können, haben wir auch die Möglichkeit, dass das Ganze skaliert, wenn wir mal etwas mehr Rechner haben. Was nebenbei so ein bisschen abfällt, ist eine automatische Dokumentation. Dass ich also nicht die meiste Zeit damit verbringe, noch aufzuschreiben, was habe ich denn an dem oder dem Rechner gemacht, sondern das soll mir das System eigentlich auch automatisch liefern. Zum Beispiel auch eine Hardware-Inventarisierung oder Inventarisierung von gewissen Software-Paket-Versionen. Disaster Recovery haben wir auch automatisch damit, das heißt, wenn ein Rechner kaputt geht, kein Problem, neue Hardware her, neu installieren und er ist genau wieder so wie vorher. Und das Ganze dreht sich nachher um eine Computerinfrastruktur, also wir gucken uns nicht mehr einzelne Rechner an, sondern mehr so, was brauche ich für Services, wie sieht meine Infrastruktur aus, was muss eigentlich so laufen. Wer möchte so einen Rechner per Hand installieren? Da meldet sich einer und ich weiß genau, er will nicht installieren, er will nur haben. Ja, ja, ist immer das Gleiche, den will ich haben. Das sind jetzt alles Beispiele, teilweise schon ältere Beispiele, wo Leute mit Fi es installiert haben. Sehr schön das Centibots-Projekt, 100 kleine fahrende Roboter, die sehen auch sehr groß aus, ist bestimmt schon 5 Jahre alt, das Beispiel. Da läuft auch ein Debian drauf und ist installiert worden mit Fi. Links relativ neu, IBM Blades und die haben sehr unterschiedliche Anforderungen, die haben Datenbankserver, Webserver, Search Engines, alles in Blades und ja, läuft bei denen ziemlich prima. Oben mal eine etwas andere Architektur, Itanium, was auch zeigt, dass Fi nicht nur auf i386 funktioniert. Ein anderes Beispiel, klassisches Compute Cluster, Gravitationsphysik, was ich da sehr schön finde, sehr schön organisiert, sehr sauber aufgebaut, die farbigen Kabel, also sowas, so eine einfache Technik wie, lass uns mal farbige Kabel nehmen, hilft nachher in einem Fehlerfall auch, das Kabel zu finden oder den Rechner zu finden, den es betrifft, oder am Switch den entsprechenden Port. Die Frage, die sich jeder mal stellen sollte, was ist mein Computer wert? Wenn mir gleich einer sein Notebook gibt und ich zerschredder das, anstatt es ordentlich zu installieren, ist ihm das wert oder wie lange wird er weinen und sagt, oh nee,
Also wie wichtig ist mir der Computer? Was für Daten sind da drauf? Wie wichtig oder wie häufig muss ich darauf zugreifen? Was passiert, wenn in der Firma für eine Stunde das Webshop-System nicht läuft oder für einen Tag? Oder ja, was, Heimanwender, kurz vor Abgabe der Diplomarbeit, wie wichtig ist mir da mein Computer? Rechner enthalten verschiedene Daten, auch Anwendungen, die laufen müssen und sowas. Und was die meisten relativ richtig machen, spätestens wenn sie einmal auf die Nase gefallen ist, sie machen Datenbackup. Das heißt, wenn die Platte kaputt geht oder der Rechner nicht mehr bootet, irgendwo andere Hardware her, Daten zurückspielen. Nur die Frage ist, hat man damit wirklich alles gesichert? Und ich sage, nein, die Daten sind zwar gesichert, aber was ist mit der Arbeit des Systemadministrators? Jetzt wäre der Zeitpunkt, mir ein Notebook zu geben. Nein, wir machen es mal einfach. Wir wählen zufällig einen Rechner aus unserer Computerinfrastruktur aus, gehen davon aus, da sind keine wichtigen Daten drauf, weil wir haben File-Server, wir haben Backup, aber was ist mit dem Rechner selbst? Was ist mit dem Mitarbeiter, der vor diesem Rechner sitzt? Wenn wir den jetzt aus dem 10. Stock werfen und der plumpst runter oder zu Simulationszwecken mache ich dann gern das DD. Schaffen Sie es, schafft ihr es als Systemadministrator innerhalb von, was sage ich, 10 Minuten, dass der Rechner wieder läuft? Also dass der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz wieder hat und weiterarbeiten kann. Oder sagt man dem Mitarbeiter, oh, tut mir leid, mach doch heute mal einen freien Nachmittag oder räum mal dein Büro aus, es wird was dauern, bis du wieder arbeiten kannst. Ja? Ja, neue Hardware darf man nehmen. Aber die Frage ist eben auch, wenn ich neue Hardware nehme, wie lange brauche ich? Gut, das Verkabeln, das macht Fei leider noch nicht, aber Platte partitionieren, Backup zurückspielen und. Eine andere Frage ist, wie kann man sicherstellen, dass diese Rechner alle identisch sind, völlig identisch. Das ist, war so die erste Anwendung. Das sind Trading Floors. Jeder Arbeitsplatz setzt $40.000 die Minute um. Und es ist sehr wichtig, auch wenn irgendeine Fehlkonfiguration drin ist, dass diese Arbeitsplätze aber alle identisch sind. Und das kann man nun wirklich nicht machen, wenn man sowas per Hand installiert. Und dann, ich habe da einen langen Zettel, da habe ich mir für 3 Monate mal aufgeschrieben, was ich da gemacht habe oder das meiste. Also da hat es sich sehr schnell gezeigt, oh, es lohnt sich da zu investieren, weil es ist sehr wichtig für uns, dass die Rechner laufen und schnell wieder ans Netz gehen und mit identischer Konfiguration. Ja, manuelle Installation, viele sagen auch, das dauert nur ein paar Minuten, glaube ich nicht, weil DVD reinschieben, ein paar Fragen beantworten, ja, das geht vielleicht in 10 Minuten, aber was ist mit dem Rest? NTP-Server konfigurieren, NIS oder LDAP aktivieren und. Und wenn man das für viele Rechner macht, muss man immer dasselbe wiederholen. Und ich bin relativ faul und mir hat das nie Spaß gemacht. Und deshalb fand ich eben eine automatische Installation immer sehr schön. Es ist sehr viel anspruchsvoller und es ist schön, nachher zu gucken, wie das einfach so abläuft. Das Wichtigste ist eigentlich, eine Installation per Hand skaliert nicht. Oder doch, wenn man so einen Haufen Sysadmins hat, vielleicht in der Zukunft, dann hat man eine Fernsteuerung und sagt nur, hey, Sysadmins, jeder eine DVD nehmen, ab zum Rechner, installiert und konfiguriert mal. Und die schaffen es wahrscheinlich auch, das relativ identisch zu machen. Ein anderer Grund für eine automatische Installation ist, Sie haben nicht immer Zugriff auf Ihre Tastatur und so. Einmal, weil vielleicht die Katze drauf liegt oder weil der Rechner irgendwo im Datacenter ist und da kann man nicht mal hin durch die Schleusen und eine DVD reinlegen. Also man muss auch irgendwas remote-mäßig machen oder eben von zentraler Stelle. Oder wenn die Firma 4 Gebäude hat und ich muss erstmal mit dem Fahrrad einen halben Kilometer fahren, um da einen Rechner zu installieren, das will man nicht. Die Katze kriegt man auch nicht so schnell von der Tastatur runter. Also, deshalb vollautomatisch. Und nicht nur so ein bisschen automatisch, sondern vollautomatisch, das heißt alles. Ja, was ich schon gesagt habe, so verschiedene Sachen. Man kann gleichzeitig viele Rechner installieren, man hat die Dokumentation. Und sehr wichtig, ich kann garantieren, dass die Installation völlig identisch ist, selbst nach 3-4 Monaten oder nach einem halben Jahr, was ich manuell sicherlich nicht schaffe. Fei macht also alles, was ihr als Sysadmins oder eure Sysadmins machen müssen. Wir haben einen Server, das Ganze läuft skriptbasiert ab.
Wir brauchen kein Master Image, kein Golden Image, kein Master Image. Ich habe heute nochmal einen Vortrag gehört, da war was mit Golden Image. Bin ich überhaupt kein Freund von, weil meiner Meinung nach skaliert das nicht, weil man denkt, ach ja, ich habe so 3-4 unterschiedliche Installations-Images und nachher sind es aber vielleicht doch eher 30, die man pflegen muss. Und das heißt auch immer, dass man so ein Golden Image immer per Hand erzeugt. Ich habe einmal jemand gehört, der sagt, ich mache Image-Installationen und das ist gut. Und er konnte mich wirklich überzeugen, weil er hat gesagt, ich erzeuge das Golden Image mit Phi. Habe ich gesagt, okay, das lasse ich gelten, das ist erlaubt. Wenn man dann wirklich weiß, ich habe ein Cluster, die Hardware ist völlig identisch und das eigentlich Wichtige ist, dass man das Golden oder Master Image vollautomatisch erzeugt. Aber die meisten machen sowas eben per Hand. Was Phi leider nicht kann, ist die Installation planen. Also da ist nicht das große Orakel, was die Gehirnströme misst und merkt, ah, der Sysadmin will, dass die Installation so und so konfiguriert ist. Aber plane deine Installation und Phi installiert deinen Plan. Und da liegt natürlich dann auch die Arbeit drin, diesen Plan aufzustellen. Wie funktioniert jetzt Phi? Das Schöne ist, wenn alles gut läuft, macht der Sysadmin nur das. Er sitzt irgendwo auf einer Insel und macht via Remote Management, sagt nur Strom an, der Rest läuft, ich melde mich wieder, wenn ich aus dem Urlaub bin oder so. Wir haben auf der linken Seite den Install-Server. Das ist praktisch unsere zentrale Management-Konsole oder sowas, nix. Das ist einfach, wir haben ein paar Dienste, TFTP, NFS, DHCP drauf. Wir haben eine NFS-Route. Während der Installation läuft der Install-Client wie ein Diskless-Client. Und wir haben den Config-Space. Das ist praktisch das zentrale Gehirn, wo einfach in normalen ASCII-Dateien, kein XML, keine Datenbank, einfach drin beschrieben ist, wie soll die Konfiguration ablaufen. Und wir brauchen irgendwie Zugriff zu einem Debian-Mirror und ja, da ist man sehr flexibel, wie das sein soll. Was auch schön ist, die Installation läuft wirklich auf dem Klienten und nicht wie beim Golden Client. Ich installiere auf irgendeiner Hardware, nehme diesen Client rüber auf andere Hardware und hoffe mal, dass das klappt. Das war früher ein großes Problem, mittlerweile muss man sagen, abstrahiert der Linux-Kernel doch, dass man wirklich eigentlich ja, auch so ein Image oder ein TAR-File machen könnte, ohne große Änderungen, läuft es meistens auf anderer Hardware. Aber wir haben das Problem gar nicht, weil die Installation läuft wirklich auf der Hardware ab, wo nachher auch das System läuft. Wir haben auch volle Remote-Kontrolle auf dem Install-Client während der Installation. Wir können uns nämlich schon sehr früh per SSH einloggen und haben dadurch können sehen, klappt alles, gibt es Fehlermeldungen oder nicht. Disk Space ist cheap, habe ich auch lang gebraucht, um das zu lernen, weil früher habe ich immer gedacht, Golden Image ist schlecht, das skaliert nicht, da brauche ich ja immer 2 GB für ein Image, aber gut, es ist billig, aber wir brauchen konstanten Plattenplatz, weil die Clients alle die gleichen Verzeichnisse nutzen. Wie läuft jetzt die Installation ab? Erstmal planen, das A und O, hinsetzen, Ist-Zustand aufnehmen, was will ich in Zukunft machen, was will ich wie konfigurieren, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Technisch machen wir Netzwerkboot, PXE-Boot, mittlerweile ein Standard-Debian-Kernel mit initrd. Der Rechner startet also wie ein Diskless-Client, holt sich per NFS das Root-File-System und hat dann praktisch freien Zugriff auf die lokale Platte und kann anfangen, die Platte zu partitionieren. Dann machen wir, dass wir Klassen definieren und Variablen, da komme ich nachher, und das ist nachher das sehr modulare System innerhalb von Phi. Dann standardmäßig, klar, Filesysteme erzeugen, Pakete installieren, noch ein bisschen rumkonfigurieren, Logdateien zurückschreiben auf den Server. Das ist nämlich auch ein Teil unserer automatischen Dokumentation. Das heißt, selbst wenn der Client nachher nicht mehr hochbootet, habe ich die Logfiles noch von der letzten oder auch noch von der Installation von vor 3 Monaten. Ja, und dann starte ich das, reboote ich nochmal und fertig. Das Klassensystem. Relativ einfach gehalten, es ist einfach eine sortierte Liste von Strings, wie Default, Firebase, Group. Wir schreiben alles groß, bis auf den Hostnamen. Wir haben durch die Reihenfolge eine Priorität, das heißt, Sachen, die ich in der Klasse Firebase definiere, kann ich in der Klasse Demo-Host überschreiben. Also kann was Generelles machen und was sehr Spezielles. Viele Leute sagen, oh, ich hätte da gerne Klassenhierarchie, Ableitung und wenn Klasse du so, dann gehört es zu der Klasse oder es soll nur das gemacht werden mit logischen Operatoren. Kann man machen, empfehle ich nicht, weil es wird sehr kompliziert und im Endeffekt weiß keiner mehr, was passiert denn, wenn mein Client zu der und der Klasse gehört, aber nicht zu der Klasse.
Also möglichst disjunkte Klassen machen, das ist einfach, kann man noch überschauen. Klassen können wir sehr einfach definieren, einfach ein paar Skripte aufrufen und diese Klassen werden ganz am Anfang schon definiert und der Rest der Installation nutzt immer dieses Klassensystem, wie wir nachher sehen. Und das Prinzip ist eigentlich, wir haben ein zweischichtiges System. Erfahrener SysAdmin, der weiß, ich will NTP haben, wie ist meine LDAP-Konfiguration, der erzeugt einmal die Klassen und dann können wir einen Junior-Admin mit einer kleinen Dokumentation hinstellen und sagen, hier, wir haben bei uns 10 Klassen und wenn jetzt jemand aus Abteilung B kommt, Softwareentwickler, dann gibt es da die Klasse Abteilung B, Software-Ingenieur, nimmst den neuen Rechner, stellst den hin, verkabelst den, trägst das irgendwo ein, dass dieser Rechner zu diesen beiden Klassen gehört, Strom an und dann kann der Mitarbeiter anfangen zu arbeiten. Die Konfiguration. Das ist das, was ein bisschen schwierig ist, aber wir wollen ja auch flexibel sein. Wir wollen nicht einen großen Regler haben und sagen, es gibt die Klasse Webserver und dann müssen alle ihren Webserver so installieren, wie ich mir das vielleicht mal vorgestellt habe, sondern Fire hat sehr viele Knöpfe und Regler und Schieber, wo man dran schieben kann. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, aber es ist auch die Stärke an Fire, weil jeder kann das machen, was er gern umsetzen möchte. Und wenn einer sagt, alle Leute nehmen Apache als Webserver, ich brauche aus welchem Grund auch immer einen anderen, ist das in Fire möglich? Wir haben erstmal ein Verzeichnis Class, da sieht man jetzt einige Dateien, die mit Ziffern anfangen, das können Shell, Perl-Skripte oder whatever sein, die werden einfach ausgeführt auf dem Client selbst und alles, was diese Skripte auf Standard ausschreiben, ist praktisch eine Klasse. Das heißt, ich kann auch sagen, ich habe meine ganze Konfigurationsinformation in einem LDAP oder in einem MySQL drin, dann schreibe ich ein kleines Skript, was, sagen wir, anhand der IP-Adresse eine Abfrage an die Datenbank macht und sag mir mal in der Tabelle Klassenzuordnung oder so, was steht denn da drin und einfach mit einem Echo auf Standard-Out ausgeben und schon ist es automatisch als File-Klasse definiert. Als ersten Schritt wird ja die Platte konfiguriert und da sehen wir jetzt in dem Verzeichnis Disk-Config gibt es 3 Dateien und je nachdem, zu welcher Klasse ich gehöre, auch anhand der Priorität, entscheidet Fire, nehme ich jetzt diese Datei oder diese, um dann die Information einzulesen, wie ich die Platte partitionieren soll. Dasselbe wird für die DEP-Konfiguration gemacht oder in Package-Conf, da stehen die Listen der Pakete drin, die ich nachher installieren will. Ein Beispiel, wie man Klassen definieren kann, ich rufe Uname auf oder Standardbeispiel ist, anhand des Hostnamens, der mir vom DHCP zugewiesen wurde, sage ich einfach, wenn ich Demo-Host bin, gehöre ich zu den 3 Klassen. Fertig, aus. Easy, simple, stupid. Ja, man kann auch sowas machen anhand der IP-Adresse. Oder hier habe ich mal als Beispiel gemacht, wenn ich also erkenne, ich habe da irgendwas von Matrox im Rechner drin, meistens eine Grafikkarte, dann definiere ich die Klasse Matrox und die sorgt dafür, dass ich nachher vielleicht ein anderes XOR-Config bekomme. Variablen kann ich auch definieren. Zum Beispiel kann ich das Root-Passwort hier setzen als MD5-Hash, Timezone und so weiter. Und das wird nachher in den Skripten, werden diese Variablen benutzt. Ganz normale Shell-Variablen. So sieht die Konfiguration für die Plattenpartitionierung aus. Da bin ich sehr stolz drauf, weil die ist sehr flexibel. Wir können hier sagen Disk 1, ich könnte auch sagen HDA. Aber Standard ist eigentlich, dass ich sage Disk 1 und egal, ob das jetzt SCSI, SATA oder sonst was ist, das Erste, was in PROC Partitions drin steht, das ist für mich Platte 1. Mache hier ein paar Partitionen, die Size von bis und unser Tool, wir haben in einem Perl geschriebenes Tool, geht automatisch hin und versucht, diese Größen zu maximieren. Wir können auch, und das ist zum Beispiel, was mich immer in Jumpstart gestört hat, da konnte man nur bei einer Partition sagen, nimm den Rest der Platte. Ich konnte das nicht bei mehreren Partitionen sagen. Ich konnte auch nicht beim Erzeugen der Fallsysteme sagen, ich möchte gern min-free von 0 oder sonst was haben, sondern Standard war, ich habe da mit Jumpstart eine automatische Installation gemacht, dann habe ich, sagen wir, von /user ein Dump gemacht, habe das Filesystem U-mounted, habe ein UFS gemacht, wo ich dann sagen konnte, bitte mach mir mehr Inodes, aber weniger min-free oder sowas und habe das Backup zurückgespielt. Und das war so das Erste, wo ich gesagt habe, das ist nicht flexibel und habe da so ein Patch geschrieben. Und das haben wir hier direkt eingebaut, dass wir also hier sehr viele Optionen angeben können. Leider wird LVM und RAID hier noch nicht unterstützt, wir arbeiten aber dran. Und es gibt auch Leute, die mit Hooks, das sind so Art Plugins,
dieses Manko im Fall umgehen konnten. Bei der Softwareinstallation, Verzeichnis Package Config, Beispiel, es gibt die Klasse Beowulf und dann sage ich Install, also Packages Install, zwei Pakete und hier habe ich ein kleines logisches Und. Also diese beiden Pakete werden nur installiert, wenn ich zur Klasse Beowulf und zur Klasse Beowulf Master gehöre. Das finde ich ist okay, nichts Komplizierteres machen, so if not Klasse so und so und ja, man kann auch hier, Install ist praktisch ein Keyword für apt-get, aptitude, klar installiert mit aptitude. Wir haben mittlerweile auch für die anderen Distributionen, für die anderen Paketmanager das auch implementiert. Also Phi ist auch nicht nur was für Debian, sondern auch für andere Sachen. dpkg-get-selections-Format auch. So, kleine Verschnaufpause für mich. Auch noch ein Beispiel, auch installiert mit Phi. Die haben insgesamt 290 Workstations in mehreren Klassenräumen, was mich wundert, dass sie, wenn man 290 Workstations hat, 124 Server braucht. Aber gut, wer das so will, der kann das mit Phi eben auch so machen. Auch wenn da viel in Xen ist, aber die Relation ist schon etwas erstaunlich. Und da sehe ich, das ist eine alte GNOME-Installation mit der entsprechenden Konfiguration. So, wir haben jetzt also die Platte partitioniert, Filesysteme erzeugt, die Pakete installiert. Jetzt haben wir aber die Pakete nur anhand der Debconf-Konfiguration installiert, also oder wenn wir da nichts Spezielles ansagen, mit der Standard-Konfiguration. Jetzt wollen wir aber noch was Genaueres sagen. Dazu werden im nächsten Schritt Skripte ausgeführt, auch wieder klassenbasiert, also für die Klasse Demo werden hier zwei Skripte ausgeführt. Das ist einmal ein Shell, einmal ein CFEngine-Skript. Und in diesen Skripten kann ich dann einfach sagen, bitte passe mir noch irgendwas an. Was wir häufig machen, da ist zum Beispiel dieses Matrox-Beispiel. Wir haben hier ein Verzeichnis, Files, und da ist der normale, meistens hauptsächlich etc-Verzeichnisbaum abgebildet, wobei xorg-conf, oh, ein x, ein conf mit x, ist keine Datei, sondern wiederum ein Verzeichnis. Und in dem Verzeichnis sind jetzt drei Templates drin, drei vorgefertigte XOR-Konfigurationen. Und ich kann jetzt auf allen Rechnern einfach diesen Befehl ausführen. Das ist ein spezieller Phi-Copy-Befehl, der die Klassen kennt. Und dieser F-Copy-Befehl guckt jetzt, zu welchen Klassen gehöre ich, welches ist die Klasse mit der höchsten Priorität und sucht dann eins von diesen XOR-Config-Files aus und kopiert es an die richtige Location. Man kann natürlich auch ein Pre-Inst, Post-Inst noch aufrufen, aber damit kann man sehr viel Konfigurationsmanagement erschlagen. Frage? Ja, gibt es auch die Möglichkeit, die zu mergen, irgendwie mehrere Konfigurationsdateien? Mergen von Konfigurationsdateien? Jein, wir haben so ein Append if no such line, das kommt gleich noch. Weil mergen ist immer die Frage, ich muss ja irgendwie spezifizieren, wo merge ich was. Aber ich habe auch schon dran gedacht, sowas wie ein F-Append zu machen, wo man also sagt, bitte nehme die und die und schreib die hintereinander. Also so mergen oder so, nimm die eine so zwischendrin rein, wird kompliziert, wobei, ja, kommt nachher CFEngine. Das ist jetzt so ein Shell-Skript-Beispiel, wie wir zum Beispiel hier NIS aufsetzen. Wenn wir zur Klasse NONIS oder NIS gehören, dann bitte mach was mit etc-default-domain. Und hier gibt es jetzt auch einen speziellen Befehl. Wer kennt CFEngine? Ja, leider nicht viele. Da gibt es so einen Befehl append if no such line. Den habe ich jetzt mal in Perl implementiert und der macht das, was er sagt. Er hängt die Zeile nur an, wenn sie nicht schon da ist. Früher hätte man das so gemacht, einfach echo server größer, größer. Die Sache ist, dieses Kommando ist nicht idempotent. Das heißt, ob ich jetzt ein- oder zweimal den Befehl ausführe, es kommt nicht dasselbe raus. Weil wenn ich im laufenden Betrieb sage, oh, ich mache jetzt mal ein Update, führe bitte dieses Skript nochmal aus, dann wird nachher meine YP-Conf immer länger und länger. Und deshalb gibt es diesen Befehl, append if no such line, also hängst nur dran, wenn es nicht schon da ist. Das wäre so ein typisches, erstmal greppen und nur dann ein Echo machen. Das kann man also sehr häufig ganz nett gebrauchen. Ja, hier der F-Copy-Befehl. Ein CFEngine-Beispiel. CFEngine ist sehr mächtig. Ich finde, CFEngine ist sehr gut, wenn bestehende Dateien editiert werden sollen.
Wenn man also sagt, naja, die Datei ist noch gar nicht da oder ich muss super viel editieren, dann mache ich lieber ein Template und kopiere es mit fcopy. Wenn aber nur wenige Zeilen editiert werden müssen, würde ich das mit cfEngine machen, mit dem Befehl append if no such line oder mit dem replace all. Dafür finde ich, ist das sehr gut. Oder auch sowas wie hash command lines containing. Auch schön, man muss eigentlich nie manual lesen, der Befehl selbst sagt schon, was er macht. Ist also wirklich wert, sich das mal anzugucken. cfEngine kann auch sehr, sehr viel mehr, aber irgendwann wird es dann unübersichtlich. So, Installationszeiten. Zielvorgabe war 10 Minuten. Ja, gut, mit etwas älteren Desktops schaffen wir es nicht mehr. Es skaliert auch sehr gut. Obwohl wir NFS machen und Leute immer wieder sagen, oh, NFS skaliert nicht. Das war hier ein altes Fast Ethernet geswitcht, wo wir mal 20 Knoten gleichzeitig angemacht haben. Probieren Sie das mal mit 2 Leuten, 4 Händen, ohne Remote Management. Dann steht man vor dem Cluster. Auf dem Notebook wird gesagt, okay, dass die Statistiksoftware, die das Netzwerk monitort, wollen wir auch mal mitlaufen lassen und dann 3, 2, 1 und dann hat jeder gedrückt und gedrückt und gedrückt. Dann haben wir nichts vergessen. Ja, und also bei 20 Rechnern war die Installationszeit nur 12% mehr. Ich habe mittlerweile Berichte bekommen, da haben Leute mehrere hundert Rechner, wo dann der Server mit Gigabit angeschlossen war. Also auch das skaliert sehr gut. Noch ein Beispiel. Große Opteron- und Xeon-Farm. Das war ein Cluster, was damals in den Top 500 der schnellsten Computer der Welt war, in Dublin. Ja, und da sieht man auch das typische Debian-Login mit dem Linux-Logo-Paket. So, Erfahrung mit Phi. Das Wichtigste, was Sie von diesem Vortrag mitnehmen sollten, ist, wenn Sie mal Phi benutzen, da gibt es einen Fragebogen, einen Phi-Fragebogen. Und den hätte ich gern zurück. Einfach ein bisschen Feedback. Auch wenn da nachher drin steht, nee, Phi war völliger Mist. So einen Fragebogen habe ich noch nicht bekommen. Also einer hat es mal in der Mail geschrieben, wäre completely waste of time. Ich glaube, der hat ein paar Sachen nicht verstanden. Ich frage also einfach, wer setzt es ein? Wichtig natürlich immer, wie viele Hosts, welche Version, wird alles erkannt. Dann auch so interessant mal zu sehen, ob der Config Space, also einfach diese Dateihierarchie unter Version Control ist oder nicht. Und ja, noch irgendwas, zum Beispiel hier sieht man, dass die OpenSUSE damit installiert haben. Von diesen Fragebögen habe ich mittlerweile 170 gesammelt. Das ist sehr harte Arbeit, aber ich glaube, es lohnt sich. Also für viele Projekte wirklich sowas machen und die Leute anmailen. Es gibt Fragebögen, da brauche ich ein halbes Jahr und 10 Mails, bis ich den dann wiederbekomme. Weil oft ist dann, ja, der Admin hat den schon ausgefüllt, aber der Fragebogen liegt in der Rechtsabteilung. Die gibt den nicht frei, weil es könnten ja Geheimnisse drinstehen. Das Härteste war eigentlich eine Firma, große Installation. Ich habe den Fragebogen anonym bekommen. Also ich weiß, welche Firma das ist. Die haben dann so ein bisschen erzählen dürfen. Und dann sehe ich aber plötzlich, dass irgendwo eine Konferenz war, wo dann der Leiter der IT-Abteilung einen Vortrag macht und so sagt, ja, wir machen Phi und dies und das und so. Und dann noch das Interessante, dass einige Folien waren, die ich sehr gut kenne. Ja, das ist hier Trinity Center, das ist Sänger, auch sehr große Installation. Und da sieht man, die haben die verschiedensten Server, die installieren 700 MB in 153 Sekunden. Das soll mal einer bitte per Hand nachmachen. Ja, das ist eine Liste, so eine kleine Liste, also die ist schon sehr viel länger. Wer ist denn da drauf? Combots. Das ist so das Größte, was ich kenne hier in Deutschland. 1300 Server, jeder Server 16 GB RAM und 8 TB Platte. Und die haben mit Phi installiert. Das ist also wirklich, und es funktioniert bei denen. Ja, Neues in Phi 3. Es ist jetzt vor einer Woche Phi 3.2 rausgekommen. Wir hatten früher einen Spezialkernel, können jetzt den Standard Debian-Kernel mit initrd machen, können auch von USB gleich Ihr Notebook installieren, können RPM-basierte Distributionen machen, BSD gab es auch schon Anfragen, Gentoo-Anfragen gibt es auch, wo ich sage, nee, ich will nicht bei der Installation Stage 1 machen. Das macht die Zeiten einfach kaputt.
Stage 3, ja, vielleicht, ja. Was auch sehr schön ist, wir können nicht nur auf lokale Platte installieren, wir können auch Diskless, also praktisch ein Remote-File-System installieren. Wir können auch ein Change-Root-Environment aufbauen, was man zum Beispiel für Live-CDs braucht. Es ist nachher auch noch in Hörsaal 6 eine kleine Boff, wo ich erzähle, wie man Live-Systeme mit Linux, mit Live in den RAMFS und PHY aufbauen könnte. Xen-Installationen, Xen-DOM 0 sowieso, aber auch Xen-DOM U-Domains kann man mit PHY aufsetzen. Also eigentlich kann man da sehr viel erschlagen. Gerade bei den Live-Systemen, denke ich, ist noch viel Potenzial drin, da was, das Ganze mit PHY zu machen. Ich weiß nicht, ob man es eben gesehen hat oder ob ihr es wisst. Die Stadt München, Linux-Migration, kennen viele sehr groß. Die haben hauptsächlich einen Desktop gemacht, aber irgendwann hieß es, okay, wir müssen den Desktop auch deployen, ausrollen, wie machen wir das? Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, sag mal, könnte das auch mit PHY gehen? Ja, und es gibt dieses GOSA, was leider auch nicht viele kennen, Gonicus System Administrator, GPL-Software, ist ein PHP-Web-Frontend für eine LDAP-Datenbank mit Schemata für User-Administration, Telefon, Fax, Drucker, so das Übliche, was der Administrator verwalten will. Und wir haben da zusammen praktisch ein PHY-Plugin gemacht. Das heißt, alles, was man in PHY in diesen Dateien konfigurieren kann, kann man jetzt hier über eine Web-Oberfläche, Klassenzuordnung, Partitionstabellen in diesem PHP-Web-Frontend machen. Ist eine schöne Sache, finde ich sehr speziell. Würde ich auch nicht nutzen, weil ich bin nicht der, der, wenn ich ein CF-Engine-Skript schreibe, in eine Web-Oberfläche geht und da rumklickt und dann habe ich nicht meinen Lieblingseditor. Aber ich denke schon, das ist schon eine wichtige Sache, dass eben auch so ein Deployment-Tool oder auch Konfigurationstool wie PHY auch ein GUI hat. Hier sieht man zum Beispiel, wie man in GOSA die Partitionierungsinformationen dann sich zusammenklicken kann oder auch beschreiben kann. So, was ich schon gesagt hatte, von diesen PHY-Fragebögen habe ich 170 mittlerweile gesammelt. Wir haben auf 6 Architekturen PHY ans Laufen bekommen, wovon natürlich sowas wie Alpha oder Spark jetzt seit Jahren keiner mehr aktiv macht. Es gibt eine PHY-CD, da habe ich auch einige selbst gebrannt, der Chef brennt hier noch selbst, kann ich verteilen. Das heißt, das, was normalerweise per PXE-Boot über Netzwerk läuft, können wir auch mit 2 Befehlen auf eine CD brennen oder ganz neu auf USB-Stick. Das heißt, wenn man einen Kunden hat und sagt, der Kunde will das und das haben, dann bereitet man das bei sich vor, brennt eine CD, schickt die dem und sagt, leg die einfach ein und der Rest ist selbsterklärend. Ja, wir können verschiedene Distributionen machen. Ich habe auch früher Solaris 9 in Verbindung mit Solaris Jumpstart installiert. Was ich auch interessant fand, als ich mal geguckt habe, wie groß ist PHY? Es ist relativ klein, relativ kleine Codebasis, hauptsächlich Shell- und Perl-Skripte. Wir brauchen natürlich so die Standardkommandos, aber es ist nicht dieses 3 Millionen Zeilen oder 100.000 Zeilen, also es ist klein und nett. Ja, wir haben ein Wiki, 2 Mailinglisten, IRC, habe ich lang gebraucht, bis ich da auch mal drin war. Kann ich aber nur jedem empfehlen, wer mit PHY anfängt und irgendein Problem hat, in Channel kommen, da hängen immer genügend Leute rum, die direkt sagen, ach, lest doch mal das Handbuch oder paste doch mal das Logfile auf paste debian.net oder sowas. Man kriegt schnell Hilfe und bevor man eine halbe Stunde irgendwo einen Fehler sucht, ruhig auch mal dumm fragen, wir antworten auch nicht so blöd. Also, es gibt auch Beispiele der Logdateien, wobei wir werden das gleich hier live sehen, wenn einer sein Notebook zur Verfügung stellt. Interessant ist auch, ich mache PHY relativ lang jetzt schon, fast 7 Jahre. Es gibt andere, Jumpstart, Kickstart, die ich auch so ein bisschen kenne. Jumpstart gibt es schon sehr lang, hat sich aber kaum verändert in den vielen Jahren. SUSE hat mehrere Sachen erfunden, die haben dann immer mal 1, 2 große Kunden, dann machen sie irgendwie AutoJust, Alice und wie sie alle heißen, AutoJust 2 und sowas und dann wird es nicht weiter gepflegt. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass PHY eben so über lange Zeit gepflegt wird. Und mittlerweile das einzige Tool ist, was wirklich nicht nur Debian oder Red Hat oder SUSE kann, sondern wir können alles. Ohne dass wir mit Images arbeiten oder rsync, weil das kann jeder.
Was ich betonen möchte, was sehr wichtig ist, Rückmeldung. Fand ich früher auch gar nicht so wichtig oder so, aber die Benutzer sind wirklich das Wichtigste. Einmal, dass jemand sagt, ach, ich habe Software geschrieben, das ist, ich glaube, das könnte auch jemand anderen interessieren, dass man es ins Netz stellt, aber dann auch, dass die Leute Feedback geben. Weil ich setze zum Beispiel seit Jahren nur NIS ein und ich weiß nicht, was muss man alles machen, um vielleicht auch LDAP zu unterstützen oder diese Hardware haben und das. Also deshalb ist es sehr wichtig, ein Feedback zu bekommen, ansonsten wäre FI nicht so gut geworden. Kommerziellen Support gibt es für FI auch, ficluster.de, das bin ich. Ich mache also Schulungen, es gibt aber auch mittlerweile im Linux Hotel Schulungen über FI, es gibt andere Firmen in Deutschland, die schon Kundenprojekte mit FI gemacht haben, zum Beispiel das in München, macht hauptsächlich Gonikus und die haben also FI-Know-how und können da auch helfen. Zum Schluss nochmal, plane deine Installation, das ist das A und O. Und ja, bevor jetzt Fragen kommen, ein Freiwilliger bitte, auch ohne Notebook. Ich habe hier auch einen Rechner, den wir crashen können. Nee, der ist keine Debian-Experten. Irgendeiner. Wer hat Lust? Ja. Was mache ich jetzt? Das ist der USB-Stick. Hier ist der Rechner. Da vorne ist die Tastatur. Und ich stöpsel um und ja. Mehr sage ich nicht. Und die größten Probleme sind meistens, wo ist der Einschalter, wo kann der USB-Stick rein, dann diese Tastatur, das ist nämlich eine US-Tastatur, wo ist das Shift oder Control. Angeschlossen habe ich, glaube ich, schon alles. Ja, vielleicht jetzt an die Tastatur ran, vielleicht muss man ja noch was Wichtiges tippen. So, 27 Sekunden noch Zeit, sich zu entscheiden. Der Zeitdruck ist enorm. Das ist die größte Hürde. Ich habe Leute gesehen, die standen da, guckten mich an und jetzt? Ja. Die Überlegung ist natürlich, diese Abfrage wegzulassen und die CDs dann zu verschenken, den Kids zu sagen, leg die mal ein, die ist ganz schön. By the way, wer will eine von den CDs ohne Passwort? Nein, da ist auch das Passwort drauf, das Geheime. Ich habe auch Five Flyer, gib die mal weiter, warte da ein paar, da paar Flyer. Fragen? Wichtig ist aber die Installation beobachten, ja? Also jetzt nicht einfach den Rechner in Ruhe lassen. Wieso? Ich denke, jetzt bin ich auf den Internet. Nee, ja, aber Fragen, ja, da hinten. Ruhe bitte. Mit der Hardware-Geschichte. Ja. Also es ging darum, wie unterschiedliche Hardware, wie das gemanagt wird, also praktisch, dass man weiß, Hardware-Erkennung so. Wir nutzen die ganz normalen Debian-Tools, das heißt ein Debian-Kernel initrd, der für uns die ganze Hardware erkennt. Sollte es da jetzt Probleme mitgeben, können wir in dem Augenblick, wo wir Klassen definieren, auch explizit sagen, alle Rechner, wo ich zum Beispiel bei LSPCI irgendwas auslese, da ist die Hardware-Erkennung leider nicht gut, sondern macht zusätzlich noch ein Mod-Probe. Das hilft einfach. Und wenn die Hardware-Erkennung perfekt ist, was mittlerweile ist sie sehr gut. Also es gibt so wirklich seltene kleine Fälle, aber da kann man dann FI helfen und diese Zusatzinformationen mitgeben und sagen, bitte lad noch das Modul rein. Bei der Plattenpartitionierung zum Beispiel haben wir diese Abstraktion dadurch, dass ich nicht sagen muss SDA, SDB, SDE oder whatever, sondern dass ich einfach sage, nehme Disk One.
Genau, Init-RD-Erstellung, also die Init-RD für das neue System wird mit den ganz normalen Tools erzeugt. Und wenn ich da auch weiß, aus welchen Gründen auch immer, weil Debian nicht aktuell ist oder so, wird irgendein Modul nicht reingetan, kann ich aber zusätzlich zum Beispiel in etc-modules sagen, wenn ein Rechner zu dieser Klasse gehört oder mit, ja, zu dieser Klasse gehört, bitte tu in etc-modules append if no such line den Namen des Kernel-Treibers. Ja, ja, genau. Ja. Ja, überhaupt kein Problem. Nichts machen. Nee, klar, kann ich auch klassenbasiert machen. Ich kann sagen, wenn ein Rechner zu einer gewissen Klasse gehört, bitte installiere den anderen Kernel. So, jetzt sind wir fertig, 168 Sekunden. Hier haben wir jetzt eine nicht vollautomatische Installation, weil ich einfach da eine Pause eingebaut habe, weil es blöd wäre, wenn er jetzt direkt booten würde und man könnte nichts sehen. Das kann man aber sehr leicht ein- und ausschalten, also auch sehr flexibel, sage ich einfach, wenn du installierst, machst zum Schluss einfach Netboot. Du musst leider nochmal nach vorne kommen, die Installation beenden. Was jetzt auch sehr schön ist, man muss den USB-Stick gar nicht rausziehen oder die CD-ROM gar nicht rausziehen, sondern wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit noch eine Frage für 100. Wenn ich den Rechner nicht neu installieren, also der Rechner ist schon frei installiert. Ja. Und ich will jetzt aber noch merke, ich brauche noch was bei Firefox von Backboard. Frage ist, muss ich immer neu installieren, wenn ich in meiner Klasse was geändert habe? Antwort, ja, ich kann immer neu installieren. Wenn ich zum Beispiel einen Schulungsraum habe, sage ich in dem Augenblick, wo ihr raus seid, macht, was ihr wollt, ich installiere sowieso neu. Aber diese Daily Maintenance, das heißt, mir fällt ein, oh, zu der Klasse Desktop Abteilung B, da habe ich ein Softwarepaket vergessen. Die Rechner sind aber schon installiert, dann sage ich einfach, in der Konfiguration sage ich, zu dieser Klasse Desktop Abteilung B gehört zusätzlich noch folgendes Paket und sage dann im laufenden Betrieb Phi Soft Update. Und Soft Update macht natürlich keine Plattenpartitionierung, sondern sagt nur, installiere nochmal die Pakete neu, die fehlen. Oder deinstalliere auch was. Also dadurch haben wir ein Konfigurationsmanagement. 3, 2, 1. Ah, okay. Wäre auch schlimm, wenn alles so laufen wird, wie ich erzähle. Discrete Error. Ich weiß nicht, was die Debian-Jungs eben mit dem Rechner noch gemacht haben. By the way, heute Morgen war das noch ein 2 GB USB-Stick. Eben als ich ihn reinsteckte, hatte er nur noch 1 GB. Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Hardware sucks, ja. Installation von Xen-Gästen. Man kann einmal, es gibt Netzwerkboot bei Xen für die DOM 0, so viel ich weiß. Das heißt, da können wir einfach PX oder Netzwerkboot machen und dann in dieser leeren Domain, wenn wir eine leere Block-Device haben, läuft es standardmäßig durch. Bei einer DOM-U-Domain machen wir einfach, wir bauen Change-Root-Environment auf. Also wir installieren in ein Verzeichnis hinein und sagen, nachher müssen dann noch die Xen-Konfiguration sagen und sagen, ja, boote den Kernel und dein Root-File-System liegt in dem Verzeichnis. Ja? Ich habe eine Frage zum Patch-Management. Apt-get, update, upgrade. Das ist das, was, also das ist so trivial, oder sagen wir Security-Patches ist so trivial, da gebe ich auch nichts Spezielles vor. Die Frage ist ja zum Beispiel auch, will ich das so ein Patch, ich bleibe jetzt mal bei Security Patches, will ich das automatisch beim nächsten Reboot machen? Will ich das jede Nacht per Cronjob machen oder will ich das über einen Push machen? Nur wenn ich mir vorher angeguckt habe, ist das auch okay. Deshalb gebe ich nichts vor, sondern sage einfach, Phi will flexibel sein, es ist alles möglich und das sind, bei Debian sind das sehr einfache Sachen, wo man einfach, ja, dann sagt, okay, führe einen gewissen Befehl auf allen Maschinen aus, die vielleicht nur zu einer gewissen Klasse gehören. Mit den Standard-Debian-Mitteln. Da muss ich Sources-List oder APT-Pinning, das geht, man testet natürlich vorher, ob das auch klappt. Ja? Ja. Bei mir wäre Disaster Recovery komplett Neuinstallation. Ich kann mir aber auch
Disaster Recovery heißt zum Beispiel, ich nehme den USB-Stick und sage, mach keine Installation, sondern fahre nur ein Rescue-System hoch. Und ich kann da auch einen Hook schreiben, der mir zum Beispiel automatisch ein Backup zurückspielt. Ich muss natürlich spezifizieren, was soll beim Disaster Recovery bei mir passieren. Ja, es ist, fertige Schnittstellen gibt es nicht, doch Schnittstelle schreibt ein Shell-Skript, das ist die, oder ein Perl-Skript. Oder mit SSH-Keys ist immer das Problem, gibt es eine Möglichkeit, was Geheimes zu übertragen, dass sowohl der Server sicher sein kann, dass da kein Man-in-the-Middle-Attack ist, oder der Client das auch. Geht nicht. Das Problem ist zum Beispiel Netzwerkboot, PXE-Boot ist nicht sicher. Und wenn das nicht sicher ist, kann sich irgendeiner zwischenmogeln. Und wenn ich einen USB-Stick oder eine CD habe, muss ich auch vertrauen, wenn ich meinen Mitarbeiter habe und sage, bitte mach mal eine Installation mit der CD, dass der nicht sagt, oh, das File ist so einfach, ich habe eine eigene File-CD. Die Installation ist ähnlich, nur dass ich zusätzlich noch einen Root-Account habe. Das ist einfach, da muss man vertrauen. Wenn man das irgendwie sicherstellen kann, ist der Rest kein Problem. Hier mal eine Frage. Ja? LVM und RAID unterstützen wir im Moment nicht, weil damals dieses Partitionierungstool geschrieben wurde und unten drunter ein SF-Disk aufgerufen wird, was wiederum nicht alle Hardware-Architekturen unterstützt. Und damals gab es, glaube ich, noch gar kein LVM. Und wir haben dann festgestellt, oh, um alle Architekturen zu unterstützen, müssen wir eigentlich auf Part-Ed aufbauen und sind dabei, eben ein neues Tool zu schreiben, was aber sehr gut ist durch diese Hooks, können, und es gibt auch im FileWiki gibt es diese Hooks, wie man also dann mit einem relativ einfachen Shell-Skript die Partitionierung macht und die LVM oder RAID-Sachen aufsetzt. Ist natürlich dann nicht so schön flexibel wie diese Disk-Config-Datei, aber es ist machbar. Also es ist ein Workaround und die meisten sagen eigentlich, ich bin froh, dass es überhaupt geht und nicht, wo ich mein großes Config-Management-Konsole habe als Blackbox, aber ich kann nicht eingreifen. Das ist wirklich das Schöne, dass bei uns kann man an jeder Stelle eingreifen und sagen, nee, das will ich ein bisschen anders machen. Ja? File geht damit gar nicht um, das muss der Admin entscheiden. Also ich kann nur sagen, man kann das File-Soft-Update eben via cron aufrufen oder eben beim Hochfahren. Aber wichtig ist ja, dass man einfach irgendwann, wenn der Rechner wieder am Netz ist oder eingeschaltet ist, das File-Soft-Update aufruft. Wie man das dann macht, kann man selbst entscheiden. Da hinten? Ja, dann ist er aus. Würde denn dann im Prinzip der Server merken, hey, der Installationsprozess ist erfolgreich abgeschlossen und der beim nächsten PXE nochmal. Wenn der Install-Client während der Installation oder Konfiguration ausgeschaltet wird, merkt der Server das erstmal nicht. Es ist aber so, dass der Client am Ende, wenn er fertig ist, dem Server mitteilt, ich bin fertig. Wenn ich nächste Mal PXE-Boot mache, gib mir eine Config, dass ich von lokaler Platte boote und nicht wieder Netzwerk. Das wird nicht passieren und damit wird in der Standardkonfiguration der Client einfach nochmal versuchen zu installieren. Da hinten? Für die Config-Files, ja, einfach CVS, Subversion, Git nehmen. Ja, denn das. Nein, wenn ich unterschiedliche Versionen von meinem Konfigurationen machen will, mache ich das mit einem ganz normalen Versionskontrollsystem. Standardmäßig würden wir, oder hier ist jetzt eine Version des Konfigurationsmanagement drauf. Ich würde aber standardmäßig sagen, mach ein PXE-Boot und hole dir die Konfiguration übers Netz. Standardmäßig per NFS gäbe es auch nur eine Version. Es gibt aber auch schon die fertigen Hooks, die sagen, hol dir die Konfigurationsinformationen aus dem Subversion, also mach ein SVN-Checkout. Und darüber kann ich eben Branches machen, sag, das ist die Konfiguration für Kunde A, das ist die Konfiguration für Kunde B oder das ist die Produktions- oder die Testumgebung, die Testkonfiguration. Darüber wird, also mit den ganz normalen Unix-Mitteln machen wir das. Ja? Die Dokumentation, die automatische Dokumentation ist einmal der Config-Space, weil da steht alles genau drin, was passieren sollte.
und die Logfiles, was wirklich passiert ist. Und die Logfiles werden einfach standardmäßig mit einem SCP zurück auf den Server kopiert und dann habe ich dann einen gewissen Account, ein Verzeichnis mit dem Hostnamen und in dem Hostnamen, ich kann es vielleicht hier gerade mal zeigen, ups, der ist ja fertig installiert, jetzt habe ich hier wahrscheinlich keine Tastatur. Nein, habe ich nicht. Machen wir einfach das. Keine Tastatur. Da muss ich es erzählen. Also einfach in einem gewissen Account für jeden Hostnamen ein Unterverzeichnis und da auch wieder Unterverzeichnisse für jede einzelne Installation mit Art der Installation, Datum, Uhrzeit. Und da liegen dann die Logfiles drin. Der Client bei dem Standard-Setup hat automatisch einen SSH-Zugang auf einen Account auf dem Server. Wenn man das nicht will, geht das auch per FTP. Ich habe auch mal einen Patch bekommen, da sagte einer, ich will von jeder Installation, und wir haben so ein gutes Dutzend Logfiles pro Installation, pro Host, jedes Logfile einzeln per Mail bekommen. Ich sagte, mach das gern, das kommt aber nicht in den Mainstream. Also ich möchte nicht, wenn ich 100 Rechner installiere und das vielleicht, weil irgendwas nicht ging, dreimal am Tag. Nee, so viele Mails möchte ich nicht haben. Aber es ist machbar. Also er hat dann ein Skript geschrieben und kann das als Hook nutzen und funktioniert. Ja? Wo hört Phi auf und fängt CF Engine an? Wo geht es weiter? Puppet, ja, Puppet gibt es, hat bisher noch keine, also wir können sehr einfach statt CF Engine oder Shell-Skripte, wie ich eben gezeigt habe, auch Expect oder von mir aus auch Puppet machen. Puppet steht noch nicht drin, aber das ist, ich muss nur sagen, installiere auch das Puppet-Paket in die NFS-Root und dann kann man auch Puppet machen. Da ist muss jeder selbst wissen, was er lieber macht. Puppet, muss ich persönlich sagen, finde ich noch sehr neu. CF Engine wird ein Monster, wenn man zu viel mitmacht. Es gibt sogar Metasprachen oder Art Compiler, die dann CF-Engine-Skripte generieren. Bei Puppet ist, glaube ich, die Userbasis noch nicht so groß. Ob es wirklich so viel abstrahiert, wie es verspricht, weiß ich auch nicht genau. Aber kann man sicherlich nutzen, wer das damit nutzen will. Ja? Phi und? Phi und Redmond, ja, kann man auch machen, das ist nichts Besonderes, das ist einfach, wir erzeugen ein Filesystem und packen ein Tar-File aus oder mit Ghost. Das kann ich machen. Also mehr kann ich nicht, weil ich natürlich kein DOS zu der Zeit laufen habe. Aber es gibt auch welche, die das damit machen. Ja? Festplattenverschlüsselung. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann man sicherlich über einen Hook machen. Wir können auch sehr einfach einen Hook machen, der zum Beispiel ein kleines Menü anzeigt, wo wir dann den Key eingeben müssen. Weil den Key automatisch rüberbringen, ist ja wieder unsicher. Aber das kann man machen. Relativ einfach. Ja? Da gibt es schon fertige Scripts und Klassen für andere Distributionen außer Debian, das ist möglich? Nee, fertige Sachen für andere Distributionen. Es gibt, glaube ich, im Wiki ist ein bisschen beschrieben, wie man SUSE macht. Wir haben auch mal überlegt, so ein Repository zu machen, wo die Leute sagen, hier, das sind meine tollen Skripte, die OpenSUSE XY installieren. Ich glaube nicht, dass da so viel bei rumkommt, weil die Anforderungen sind doch sehr unterschiedlich. Also es gibt nicht die Webserver-Konfiguration für SUSE oder das ist mein toller SUSE-Desktop. Vielleicht kann man so wie bei den Window-Managern oder so machen, klar, wo viele Leute sagen, hier, das ist meine Konfiguration, nutzt es oder nutzt nur 80%. Ich glaube aber, die meisten Admins, die so ein Tool wie Phi nutzen, haben sehr spezielle Anforderungen und dass da nicht viel identisch ist. Aber die Ideen sind da, so ein Repository zu machen, wo jeder sagt, ach hier, das sind meine schönen Hooks. Wie gesagt, bei den Partitionierungshooks für LVM und RAID gibt es sowas im Wiki. Wie kompliziert ist es, Config-Änderungen rauszupushen? Ich habe da ein kleines Shell-Skript, heißt rshell all, was im NIS mir die Liste aller Hosts gibt und dann in einer kleinen Vorschleife erst bei mir RSH, weil mein Netz ist sicher, als Root RSH auf jeden Rechner macht und da müsste dann nur Phi Soft Update aufgerufen werden und das ist es. Und das wird dann, dass alle Config-Änderungen als Neudateien abgelegt
alle Config-Änderungen, ja, ich muss die Änderung, das ist das Wichtige, ich darf natürlich nicht mehr jetzt an den einen Host gehen und da rumfummeln, sondern ich darf nur noch im Config-Space die Änderung machen und sage, komm, jetzt Push oder Pop, zieht euch die Config-Änderung oder ich gebe sie euch. Eine neue Datei oder eine neue Version einer Datei. Wie gesagt, ich kann ja auch mit Versionskontrolle sagen, ich mache einen neuen Branch und der Rechner soll sich nur einen anderen Branch meiner Config-Dateien holen. Ja, das sollte, wenn man keinen Fehler macht, sollte das gleichzeitig. Das Problem ist, es gibt Leute, wir haben eine Diskussion, wenn ich ein Soft-Update mache, soll die Liste der Klassen die sein, die bei der Installation war, oder soll die Liste der Klassen neu berechnet werden? Es sind viele dafür, die Liste der Klassen neu zu berechnen. Ich bin dagegen, aus folgendem Grund. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer sage, der Rechner hat bei der Erstinstallation zu der Klasse A gehört, da wurden gewisse Aktionen für diese Klasse gemacht. Und wenn ich jetzt sage, mach bitte ein PhySoft-Update, weil ich habe Änderungen in meinem Config-Space gemacht und jetzt gehört der Rechner nicht mehr zur Klasse A, muss ich, damit es sauber ist, die Aktionen definieren, die praktisch ein Undo machen von all dem, was in der Klasse A gemacht wurde. Und das macht keiner. Da macht sich keiner die Mühe. Und dann ist es nicht mehr das Gleiche. Wenn ich sage, mach bitte ein PhySoft-Update, du gehörst jetzt nicht mehr zur Klasse A, dann müsst ihr eigentlich zum Beispiel gewisse Pakete deinstallieren. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was? Wenn man definiert, also ich würde dann sagen, ich definiere eine Klasse nicht mehr in A oder sowas und da muss ich dann definieren, bitte deinstalliere die. Von alleine kann er das nicht. Also bei den Paketen könnte ich das noch programmieren, das ist machbar. Aber bei einem Append of No Such Line oder ein Undo in einem CF Engine Script, das geht nicht. Ja, Klassen hinzufügen ist kein Problem.